Hi ho, Digi und Doppelwurf. Es ist der dritte Advent und mittlerweile meine, ich weiß nicht wie viel der Aufnahme, dieses Let's Plays. Ich habe mir nämlich gedacht, dass ich euch zum dritten Advent irgendwas Schönes gebe. Und ihr wartet ja schon so lange drauf und ich meine, ich kriege ja hier die ganze Zeit Gewissensbisse von diesen kleinen Gewissenskäfern, die zwicken mich die ganze Zeit auf meiner Hirnhaut, das ist total unangenehm. Ab und zu krabbeln die sogar zwischen meine Windungen, das ist so unangenehm. Deswegen bekämpft man die am besten, wenn man ein neues Spiel startet. Nein, wenn man einfach die Sachen macht, die man versprochen hat. Und die tue ich auch, obwohl ich eigentlich schon total demotiviert bin, aber ich habe ein paar, ein bisschen Glücklichkeitswasser getrunken. Ist es nicht schön, auf einem blutüberschmierten Teppich aufzuwachen? Würde mir wahrscheinlich im Altenheim passieren, durch lauter Demenz, wenn ich mich verletze und, dann schlafe ich auf dem Teppich ein und dann wache ich morgens auch auf einem Teppich, der total mit Blut überströmt. Diese riesige Tür lädt mich gerade dazu ein, sie anzufassen. Sie schreit gerade dazu. Öffne mich! Öffne mich! Ah nein. Öffne mich! So, eine große Tür hat eine tiefe Stimme. Öffne mich! Och. Okay. Ja, es kommt jetzt nicht mehr so gut. Kommt jetzt nicht mehr so gut, weil die Chest-Truhe nicht aufgegangen ist. Oh, jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. Ich will nicht in den Schrank. Ich will die Zunderbüchse. Komm schon. Geht doch. Steine sind cool. Kann ich einen nehmen? Nein? Oh. Ah doch. Scheiße. Dammit, komm her. Komm her, komm zu Papi. Komm her. Komm. Sei ein lieber Stein. Ich nenne dich Herbert. Herbert ist ein toller Name für einen Stein wie dich. Du siehst aus, als könntest du ein Herbert sein. Du bist Manni der Hammer. Ich weiß nicht, warum ich jetzt an Manni denken muss. Wir müssen uns mal ein bisschen gemütlich, Manni. Dann können wir uns ein bisschen kennenlernen. Was machst du so, Manni? Rumliegen, okay? Ab und zu mal einen nageln. Oh Mann, ich bin immer so spontan lustig. Ich weiß auch nicht. Und was machst du sonst noch so in deiner Freizeit? Okay, du magst es, wenn ich dich durch die Gegend werfe. Cool. Finde ich auch toll. Oh, ihr seid gemein. Aua. Das hat wehgetan. Bah, ihr seid so gemein. Was jetzt? Was ist jetzt los? Wie verbringt ihr denn so eure freien Tage? Verschiebt ihr auch Steine und runtergefallene Holzbalken, wenn ihr durch Tür kommen wollt? Oder baut ihr gleich ein ganzes Schloss auf, weil die Tür nicht aufgeht? Hier ist wieder unser Beheck. Aua! Das tat weh! Aua! Oh! Verdammt. Bleib vom Wasser fern. Ja, sehr gut, Mama. Oh. Bis? Ja, danke, das habe ich aber auch selbst gelernt. Danke. 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 Adler, Adler. Das ist stark männlich. Stark männlich. Guckt euch diesen stark männlichen Adler an. Herrlich. Ich liebe Adler. Mein Oberkörper ist weg und das Blut ist auch weg. Zewa, ach nein, da vorne. Oberkörper. Komm her. Way. Ein Punkt. Yay. Los, fang. Yay. Fang. Way. Komm her, Bolina. Bolina, komm her. Mach Boom.
Nein, das war es bei der Mischung. Ja, und jetzt? Jetzt? Was passiert jetzt? Führe die Sprengung erst an dich, wenn du weit genug fährst. Ja, was soll ich denn machen? Ja, wahrscheinlich muss ich noch weiter zurück. Bone, komm her. Wir müssen noch weiter zurück. Deine Tochter ist egal. Weiß nicht, wie weit ich zurück muss. Reicht das jetzt? Muss ich irgendwas machen? Wahrscheinlich muss ich irgendwas da drauf werfen, aber ich kann nicht werfen. Ich bin eine Wolfsfigur. Ich bin eine süße kleine Wolfsfigur. Wieso wird das jetzt hell? Wahrscheinlich nur normal wegen Bild und so. Ist da was? Da ist doch gar nichts. Aber ich höre Schwiegermutter. Schon wieder. Wollte gerade sagen, ich habe da nur ein Fenster. Ja. Lara Croft hätte jetzt einen Schrei gemacht, so. So hätte Lara Croft geschrien, wenn sie jetzt irgendwo in die Tiefe gefallen wäre. War das hier jetzt richtig? Schon wieder irgendwelche Stimmen. Ich will mal wissen, ob das egal ist. Moment. Oh, okay, das ist nicht egal. Ich muss die in einer bestimmten Reihenfolge reintun. Oh, das schien richtig gewesen zu sein. Cool. Lucky. Lucky. Das wird jetzt wirklich Glück. Ich hab nur gedacht, ja komm, ich geh nochmal gucken, ob da jetzt alles stimmt. Oder gab's einen Hinweis? Ach, ich bin auch ein Idiot. Ich bin ein Idiot, idiotischer Wolf ohne bisschen Hirn. Ich bin ein idiotischer Wolf ohne bisschen Hirn. Dreh mich langsam um und sie steht einfach noch. Was macht sie da? Sie will mich töten, aber es geht nicht. Sie will mich umarmen. Ah. Vielleicht macht sie auch Sportübungen. Das sieht... Ja, genau, genau. Das sieht aus wie Tennis. Als wenn sie hier gerade Tennisübungen macht. Ich muss sagen, sie hat eine ausgezeichnete Vorhand. Ja, schön. Und jetzt? Wenn ich mich bewege, wird sie mich töten. Ja, komm, ich möchte jetzt nicht diesen Arsch sehen. Jetzt hat sie mich erwischt. Danke. Schön mit anzusehen, wie sie ihre Vorhände übt. Hat ihr anscheinend nicht gefallen, dass ich sie dabei beobachtet habe. Während sie gerade in Unterwäsche da steht. Sind das denn Quallen? Sind das Quallen? Sieht aus, als wenn das Quallen wären. Quallen sind cool. Ach nee, das sind diese Giftpilze. Giftpilze sind auch cool. Das gefällt mir nicht. Ich mag Wasser nicht. Oh. Oh. Auch nicht schlecht. Ja, ich habe gerade davon gesprochen, dass es mir Schwiegermutter 10-mal lieber wäre. 10-mal Schwiegermutter lieber wäre als das Wassermonster. Und jetzt habe ich meine Schwiegermutter und das Wassermonster hat sich nur als Blubstrahl herausgestellt. Toll. Ich bin begeistert. Oh, ich sehe sie. Ich habe sie gesehen. Kommt sie jetzt hier rein? Nein, nicht hier reinkommen. Nicht hier reinkommen, das ist böse. Dass diese... Maschinenraum ist nur was für Männer, weißt du? Das ist man only. Keine Mädchen erlaubt. Also bleib schön draußen. Ja, schön draußen bleiben. Ja, selbst wenn du Milch und Keks hast, das ist mir vollkommen egal. Nein, du kommst dir immer noch nicht rein. Auch nicht, wenn du dich jetzt hier als Junge verkleidest. Vergiss es. Wo bist du? Ich weiß, du stehst vor der Tür. Ich weiß es. Ich höre dich nicht mehr ätzen. Bist du noch da?
Willst du rein? Die dramatische Musik ist auf jeden Fall noch da. Also muss Schwiegermutter auch da sein. Was tue ich jetzt, um sie auf mich aufmerksam zu machen? Schwiegermutter? Hey! Komm her! Komm her! Oh, ich hab ein Leckerli! Ich hab ein Leckerli! Das ist nicht Schwiegermutter, das ist Schwiegerpapa. Versuche ihn abzulenken. Ja, ich versuche Schwiegerpapa abzulenken. Beim nächsten Mal. Hallo? Großer offener Raum. Werden noch mehr Türen. Natürlich. Versteht ihr? Natürlich. Oh Gott. Ich bin so spontan unwitzig. Einfach weil mir nichts mehr einfällt. Weil hier überall nur Türen sind und ich irgendwelche Items sammle und irgendwelche Maschinen zusammenbaue und irgendwas anderes mache. Und mittlerweile irgendwie das Gefühl habe, dass ich... Was? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich? Hä? Was? Ich glaube, das darfst du nicht sein, oder? Nee, ich glaube, das gehört so nicht. Ray! Mein Arm! Vielleicht, wenn ich springe? Okay, das geht auch nicht. Was war das? Lauf. Hä? Verstehe ich nicht. Es ist schwierig, den Namen als Frau auszusprechen. So, also Daniel? Daniel? Daniel ist es, glaube ich. Ne? Also dann wäre es so Frauenname. Kann ich hier runterspringen? Ginge das? Way! Hätte ich das tun sollen? Egal. Da steht Schwiegerpapa. Ich verstecke mich jetzt hier hinter dieser Tür. Ich verstecke mich hier hinter. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier rein. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Was? Er hat mich gesehen. Ich bin hinter der Tür. Wie kann er mich sehen? Na toll. Du darfst nicht aufgeben. Das ist sehr schön. Ich weiß, dass ich nicht aufgeben darf, danke. Ich verabschiede mich dann schon mal an der Stelle. Wir haben uns ja die Credits schon gemeinsam angesehen. Und, ja. Ich würde sagen, man riecht sich. Bye, bye.